Servus und herzlich willkommen zu eurer Nummer 1, wenn es ums Thema Skifahren geht. Und heute haben wir drei einzigartige Sportcover im Test. Genauso wie beim letzten Mal teste ich die Skier nicht alleine, sondern um ein möglichst umfassendes Bild zu kreieren, habe ich wieder meinen Bro Tobi am Start. Servus. Servus Tobi. So Tobi, welche drei Bretter haben wir denn hier stehen? Wir haben einmal den Völkel Deacon 74, der ist in 1,78 oder 17 Meter Radius. Besonderheit, Fistplatte. Dann den Head Eye Race Pro, der hat auch eine Fistplatte und ist 1,75, hat aber nur 15 Meter Radius. Und als letztes haben wir den Rossignol Elite Plus TI. TI steht für die Titanalverstärkung, hat aber in dem Fall keine Fistplatte. Der ist 1,81 und hat 15 Meter Radius. Sehr geil, ich bin sehr gespannt auf die Skier und hier gehen Grüße raus an den Bernie Müller, der mir bestimmt schon 100 Nachrichten geschrieben hat, dass ich unbedingt mal den iRace bzw. iRace Pro ausprobieren soll. Wir haben vier Kriterien, einmal wie gut lässt sich der Ski in die Kurve reinsteuern, wie tempostabil ist der Ski, wie gut ist der Kantengriff, heißt beschleunigt uns der Ski um die Kurve oder halt auch eben nicht, ist er nicht so aggressiv und viertens ist der Ski auch variabel am Berg einsetzbar oder ist es dann eher eine Race-Latte oder eher eine Freeride-Latte oder dementsprechend halt auch in den anderen Kategorien. So, lassen wir, machen wir weiter. Das gehört jetzt mit zum Video, wir machen jetzt weiter, weil die fallen jetzt immer wieder um. Tobi, ganz kurz noch, wer bist du, damit die Zuschauer wissen, wer du bist? Also ich bin der Tobi, ich bin auch Skilehrer, wir haben uns bei Level 3 kennengelernt. Und ich bin bei Generation Snow angestellt als Skilehrer und Reiseleiter. Und jetzt testen wir mal die Ski und gehen auf die Piste. Geil, ich hab richtig Bock, auf geht's. Jawollo! Das sah geil aus! Wie sieht's aus? Unter meinen Füßen. Ja, sehr geiler Ski auf jeden Fall. Der hat unten die Fistplatte drunter, dadurch ist er ein bisschen aggressiver, ein bisschen härter. Sehr laufruhig auf jeden Fall. Da fängt nichts an zu vibrieren. Dreht sehr schön in die Kurve ein. Und bis jetzt bin ich begeistert von dem Ski. Sehr geil! Dann lass ihn mal weiter laufen. Weiterfahren! Geiler Ski, ey. Ich habe hier den Head Eye Race Pro, 15 Meter Radius, ich glaube 1,75er Länge und das Teil, das macht Spaß, das will gefahren werden. Besonders gut gefällt er mir im mittleren Radius, da kann man den schön draufsetzen, man kommt so wie auf Schienen um die Kurve herum. Im Kurzschwung bei der ersten Fahrt muss ich sagen, war ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber jetzt habe ich den Kurzschwung ein bisschen vorderer gefahren, ein bisschen mehr Tempo und da ist der auch sehr, sehr geil. Also der iRace Pro, der will mit Speed gefahren sein. Auf geht's!
Hab den Rossignol Elite an den Füßen. Schöner Ski. Vor allem Kurzschwung gefällt er mir sehr gut. Geht schön in die Kurve raus, geht schön wieder in die Kurve raus. Nicht zu aggressiv, nicht zu schwer zum Fahren. Also top Ski. So, bevor die Skier nochmal umfallen, halten wir sie lieber fest. Sind ja auch sozusagen unsere Babys. Tobi, erzähl uns mal was über den Völkel Deacon. Ist ja ganz, ganz neu auf den Markt gekommen. Genau, der Völkel Deacon war angelehnt an den Code, den es letztes Jahr schon gab. Ein sehr schöner Ski, durch die Fistplatte ist er extrem aggressiv in der Kurveneinfahrt, in der Kurvenausfahrt, aber trotzdem nicht für Racer ungefähr unbedingt gedacht, sondern auch für den normalen Skifahrer, der ein paar Tage im Winter hat. Der Radius ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, dass die anderen kürzer sind, fährt einfach schön, ist laufruhig, Kantengriff ist natürlich bei den World Cup-Pisten da. Ich kann nur Gutes dazu sagen. Ja, wenn man dann dazu den iRace Pro sieht, den Head, dann muss man sagen, ist sehr, sehr ähnlich. Beide Skier wollen im Tempo gefahren werden. Im langsamen Tempo lassen sich nicht so gut steuern, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, deiner auch. Ja. Ne? Der große Unterschied zwischen den beiden Skiern ist, dass der Deacon deutlich aggressiver ist und der Head einfach dann nicht so diese Spritzigkeit hat, nicht diese Aggressivität und dementsprechend auch ein bisschen angenehmer zu fahren ist, wenn man jetzt nicht gerade auf Speed fährt, sag ich mal. Von der Tempostabilität und von der Kurveneinfahrt sehr, sehr ähnlich und auch von der Variabilität tendenziell eher eingeschränkt, weil man im hohen Speed fahren muss und dementsprechend nicht so geil, denke ich, wenn mal Bumps da sind oder irgendwas dergleichen, ist halt nicht so verspielt der Ski. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Hero Elite Plus TI. Das ist für uns so eher ein bisschen ein Allrounder von diesen zwei. Mit dem kann man langsam fahren, Kurzschwung funktioniert einwandfrei. Wenn auch ein bisschen Neuschnee da ist, funktioniert der noch echt schön. Er ist weicher als die anderen durch die nicht vorhandene Fistplatte, ist trotzdem laufruhig durch die Titanalverstärkung und bei hohen Tempis, da geht er trotzdem noch schön um die Kurve und fängt nicht das Flattern an und der Kantengriff ist genau wie bei den anderen da, nur nicht ganz so aggressiv. Genau, ich würde sagen, wenn man jetzt alle drei so vergleicht, ist der wirklich so der am leichtesten reinsteuert, vielleicht auch nicht ganz so tempostabil, ist auch super tempostabil, aber nicht ganz so hart. Kantengriff, ähnlich wie der iRace, ist auch nicht so rumreißend und von der Variabilität ist der Rossignol mein ganz klarer Favorit. Genau. Mein Favorit ist der Völkel Deacon, weil ich möchte ein bisschen gefordert werden von dem Ski, deswegen ist das mein Favorit, obwohl die anderen natürlich auch sehr schöne Ski sind, nur der hat mir einen Ticken mehr gefallen als die anderen. Ich bin dann etwas anderer Meinung, weil ich habe ja dann immer noch eine lange GS-Latte zu Hause. Und wenn ich dann wirklich mal im weichen Schnee oder einfach mit der Freundin so ein bisschen rumcruisen will, dann würde ich mir, glaube ich, eher hier den Hero Elite Plus CI ziehen, denke ich mal. Ja, Leute, war ein geiler Test und auch heute gehört das letzte Wort meinem Gast. Naja, bei dem geilen Wetter, was will man sagen, geile Ski hat man und die haben auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Wenn man sich vielleicht trifft in den Skigebieten, sagt Bescheid und bis dahin, ciao.